Hallo, mein Name ist Christoph Kani von der Alta 4 Geoinformatik AG und ich zeige Ihnen jetzt die Samsung BB650. Die Kamera lässt sich einfach bedienen. Hier wird sie eingeschaltet. Hier kann man das GPS in Zug anschalten. Und sobald dies passiert ist, sieht man im Display, dass die Kamera die Position sucht. Sobald die Position erkannt ist, wird sie in grün angezeigt. Wenn wir jetzt ein Bild machen, wird die GPS-Position direkt dem Bild zugefügt. Hier sieht man jetzt eine Karte, in der die Position dargestellt wird. Das heißt, der blinkende Pfeil gibt an, wo wir uns gerade mit der Kamera befinden. Man sieht sehr deutlich, dass wir uns im Innenhof in der Frauenstraße hier in Trier befinden. Hier oben wird auch direkt angezeigt, in welchem Ort man sich befindet. Wir sehen hier Trier. In Kartenansicht kann ich jetzt die einzelnen Bilder anwählen. Hier wird immer direkt angezeigt, wo sich das Bild befindet, blau hinterlegt, und die Kamera springt dann auf blau. Das heißt, hier bewegen wir uns entlang der A57 Richtung Norden. Was die Kamera besonders auszeichnet, ist der 15-fach Zoom. Der Zoom lässt sich sehr weit ausfahren, immer diese Kamera in 15-fach aufzoomen, sodass wir sehr, sehr nah herankommen. Ich zoome nochmal zurück. Das ist die Ausgangsposition. Wenn wir die Fenster in der Mitte des Rechteckes betrachten, dann sehen wir, wie weit wir da wirklich hineinkommen. Insgesamt muss ich sagen, dass mich die Kamera überzeugt, aufgrund ihrer fotografischen Eigenschaften mit dem 15-fach Zoom und die Kartenfunktion, dass wir immer angezeigt bekommen, wo wir uns befinden. Das heißt, man kann nie verloren gehen, und auch unter schwierigen Bedingungen wie hier in dem Innenhof kriegen wir dennoch eine Position und können sauber fotografieren.